nicht aus. Also dann übernehme ich eine kurze Begrüßung wegen außerordentlichen Umständen. Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Thomas Götti, ich bin Leiter des Politforums. Es ist für uns eine wichtige Veranstaltung, sie ist uns wirklich wichtig, deshalb sind wir froh, dass das jetzt läuft. Und ich übergebe Rebecca Fotro, die vieles vorbereitet hat, herzlichen Dank und jetzt auch die Dinge zum Laufen gebracht hat. Ich wünsche euch einen spannenden Abend. Danke vielmals. Ja, liebe Podiumsteilnehmer, liebe Gäste hier vor Ort, liebes Publikum digital, wir entschuldigen uns für die technischen Schwierigkeiten. Wir haben hoffen, dass es jetzt klappt. Mein Name, wie gesagt, ist Rebecca Fotro. Ich arbeite hier im Politforum Bern. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung zum Thema Wer hat Zugang zur digitalen Demokratie? Ich muss sitzen, sonst sehen mich die Zuschauenden nicht. Sehr viel anders als sonst. Es ist interessant, das ist unsere letzte Veranstaltung vor der Sommerpause. Natürlich geht vieles schief. Die heutige Veranstaltung findet im Rahmen unserer aktuellen Ausstellung Digitale Demokratie, eine interaktive Reise in die digitale, in die politische Zukunft, Entschuldigung, statt. Diese Ausstellung führt uns als Reise durch den ganzen Käfigturm in das, zum Jahr 2050, also in die Zukunft. Die Ausstellung beruht auf Forschungsresultaten einer Ausschreibung von TH Swiss. Und in dieser Studie ging es darum, die Chancen und die Risiken der Digitalisierung unserer Demokratie zu erforschen und zu diskutieren. Darum geht es in dieser Ausstellung. In diesen Studien waren zwei Elemente sehr zentral. Das eine war die Meinungsbildung, also der Einfluss der Digitalisierung auf die Meinungsbildung. Dazu hatten wir vor etwa 2 Wochen eine Veranstaltung mit dem Titel Wer beeinflusst die digitale Demokratie, falls Sie Interesse haben. Die Veranstaltung ist immer noch auf YouTube zu sehen. Sie können gerne vorbeischauen. Und das zweite zentrale Element ist eben politische Teilhabe, Teilnahme, politische Inklusion. Und das ist genau das, was wir heute besprechen möchten. Ja, das Politforum, wir sind hier im Käfigturm. Früher war das Politforum, der Käfigturm, natürlich ein Gefängnis, deshalb heißt das so. Heute sind wir ein Haus der Demokratie. Als Gefängnis, was unter anderem auch politische Gefangene behauste, als Gefängnis trug das Politforum, oder damals war es natürlich nicht das Politforum, der Käfigturm dazu bei, gewisse Personen, die eben nicht die Meinungen der Allgemeinheit vertraten, aus dem politischen Diskurs, aus dem politischen Geschehen zu entfernen. Dazu diente das Gefängnis unter anderem natürlich. Heute als Haus der Demokratie möchten wir das Gegenteil. Wir möchten möglichst vielen unterschiedlichen Akteuren, Themen, Ideologien eine Plattform bieten, und damit die Inklusion von unterschiedlichen Akteuren und vielfältigen Publikum fördern. Und die Schweiz ist eine sehr vielfältige, hat eine sehr vielfältige Bevölkerung, ein Großteil, das ist etwas, das einem bewusst sein muss, ein Großteil unserer Bevölkerung kann eben nicht am politischen Prozess teilnehmen, sei es auf der einen Seite, weil sie das Stimmrecht nicht haben, zum Beispiel AusländerInnen, Kinder und Jugendliche und eben auch bestimmte Personen mit Behinderungen haben das Stimmrecht gar nicht. Auf der anderen Seite können aber Personen auch nicht am politischen Geschehen, am politischen Prozess teilnehmen, weil gewisse infrastrukturelle und inhaltliche Aspekte fehlen. Das heißt, manchmal fehlen die relevanten Informationen, manchmal fehlen die relevanten Tools. Also auch so sind gewisse Personen nicht nur durch das Stimmrecht, sondern eben auch durch andere Aspekte aus dem politischen Prozess ausgeschlossen. Und in diesem Rahmen stellen wir uns in dieser, oder möchten wir uns die Frage stellen in dieser Veranstaltung, wie kann die Teilnahme und Teilhabe unterschiedlicher Personen und Akteuren am politischen Geschehen sichergestellt und gefördert werden? Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung?
Ja, und wenn wir, ich habe vorher von fehlender Infrastruktur gesprochen, der Käfigturm ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Wie Sie alle bemerkt haben, wir haben hier keinen Lift, noch keinen Lift. Ich sage noch, weil der Lift, ein Bau steht kurz bevor. Im Februar 2022 sollte der Umbau beginnen und danach sollte der Käfigturm auch mit einem Lift zugänglich sein. Darauf freuen wir uns sehr und wir nehmen diese Gelegenheit eben wahr, um politische Inklusion noch konkreter zu fördern und zu thematisieren und auch Beziehungen mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen aufzubauen. Und die heutige Podiumsdiskussion trägt auch ein Stück weit zu dem bei. Für mich hat diese Veranstaltung auch eine besondere Bedeutung. Diese Themen sind mir sehr wichtig. Ich habe einen persönlichen Bezug dazu und ich freue mich daher insbesondere, dass nach verschiedenen Veränderungen und nach verschiedenen Problemen das Podium so zustande kommen konnte. Ich bin sehr dankbar, dass die Leute hier, die Podiumsteilnehmer hier vor Ort sein können heute Abend. Und damit übergebe ich gerne das Wort an René Jau. Vielleicht kennen viele von Ihnen schon bereits. Er ist Tech-Journalist bei Netzmedien und ist Spezialist für Accessibility und Zugänglichkeit, insbesondere im digitalen Raum. Ich werde mich neben René Jaun setzen, nicht weil ich an der Diskussion teilnehmen werde oder eine Fachperson bin hier, sondern weil wir uns sehr freuen, dass wir heute ein mehrsprachiges Podium haben. Nous sommes très heureux, que Cyril Misrahi soit arrivé de Chine. Nous sommes très heureux, merci pour être ici. Et il va parler en français, er wird auf Französisch sprechen und ich werde seine Beiträge übersetzen und zusammenfassen. Hinter dem Laptop sitzt Thomas Göttin, er ist der Leiter des Politforum Bern. Er betreut den Live-Chat auf YouTube und auf Slido, wo das Online-Publikum während der Diskussion gerne Fragen und Kommentare einbringen kann. Et bien entendu, les questions peuvent également être soumises en français. Er nimmt gegen Ende der Diskussion auch gerne Fragen aus dem Publikum vor Ort entgegen. Und nun wünsche ich allen eine spannende Diskussion und gebe gerne das Wort an René Jaun. Vielen Dank, Frau Flotter. So, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen heute Abend aus dem Berner Käfigturm. Vielen Dank erstmal ans Live-Publikum, dass Sie zu uns gekommen sind. Es freut uns sehr, wir hatten ein grauenhaftes Unwetter, das gerade über die Stadt gedonnert ist und trotzdem sind sie jetzt alle da, das freut uns ganz fest. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an jenen, die zu Hause in ihren Hängematten uns zuschauen. Wie gesagt, Sie sollen sich beteiligen heute Abend. Es gibt einen Link zur Plattform Slido, den Link finden Sie im Chat. Wenn Sie ihn nicht finden, schreiben Sie das dort rein, damit ihn Herr Göttin noch einmal postet. Dann können Sie draufklicken, müssen Sie halt noch ein zusätzliches Tablet mit in die Hängematte nehmen, damit Sie Ihre Fragen dann dort stellen können. Erlauben Sie mir jetzt aber, meine persönlichen Favoriten heute Abend vorzustellen, nämlich unsere Gästerunde. Die hat sich ein wenig verändert im Vergleich zu dem, was wir anfangs Woche noch dachten. Wir haben jetzt drei Personen, eine Frau und zwei Herren. Ich fange einfach mit der Frau an. Das ist Frau Luana Skena. Sie studiert Geografie an der Universität in Zürich. Beruflich macht sie zurzeit ein Forschungspraktikum im Bereich Geowissenschaften an der University of Sydney. Pandemiebedingt leider nur online, schreibt sie uns. Für uns ist das natürlich gut, weil andernfalls wäre sie jetzt nicht hier. Zuvor arbeitete sie an der Digital Society Initiative der Universität Zürich als Praktikumsassistentin im Bereich der Schnittstelle von Kursentwicklung und E-Accessibility. Frau Skena ist seit ihrem 15. Lebensjahr politisch aktiv und engagiert sich mittlerweile vor allem im Bereich der Behindertenpolitik. Sie beteiligt sich etwa im Vorstand des Vereins Tatkraft und betreut dort und leitet dort das Projekt Behindertenpolitik.ch, auf das wir dann noch zu sprechen kommen.
Zugänglichkeit geht alle etwas an, nicht nur Menschen mit Behinderungen, lautet ihr Statement heute Abend. Einerseits natürlich aus einer idealistischen Perspektive, dass alle die gleiche Teilhabemöglichkeit haben sollten. Andererseits aber auch ganz praktisch, weil zugängliches Design allen zugute kommt. Cyril Misrahi ist Großrat der SP in Genf und Rechtsanwalt bei Inclusion Handicap in Genf. Er beteiligte sich unter anderem an einem Projekt aus Genf, das Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen das Wahlrecht ermöglicht. Zudem setzt er sich für ein öffentlich betriebenes E-Voting-System ein. Auch da kommen wir dann noch darauf zurück. Seine Message, kurz und knapp, digitale Demokratie ist eine Chance für die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und auch für alle anderen. Und dann haben wir Urs Germann in der Runde. Er ist seit Sommer 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Zuvor leitete er 6 Jahre lang die Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen für der Stadt Bern. Daneben ist er als Forscher am Institut für Medizingeschichte der Uni Bern tätig. Mit dem Thema digitale Demokratie hat er sich vor allem unter den Aspekten der Barrierefreiheit von Informationen, aber auch der physischen Zugänglichkeit beschäftigt. Seine Message heute Abend ist ein Slogan, nämlich Demokratie wörtlich nehmen, Mitbestimmung ermöglichen. Das wären meine Gäste. Es freut mich, dass Sie alle da sind heute Abend. Lassen Sie uns doch mit einer allgemeinen Frage in die Runde einsteigen heute Abend. Ich habe ein paar Fragen formuliert, die ich allen Leuten stellen möchte. Ich habe dann auch Fragen für jede einzelne von Ihnen. Die erste lautet: Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht der Zugang zu digitalen Demokratie? Als Folgefragen dann gerne auch, wer profitiert von digitaler Demokratie und wer bleibt auf der Strecke? Vielleicht fangen wir mit Frau Skena an. Vielen Dank. Also ich glaube, grundsätzlich von der digitalen Demokratie profitieren wir alle, weil die Informationen so viel einfacher zugänglich sind, im Sinne von, die Informationen sind da, man kann sie sehr einfach abrufen, man muss die Informationen nicht zuerst irgendwo bestellen oder irgendwo hingehen, physisch, um sie zu erhalten. Allerdings, was die Zugänglichkeit dieser Informationen betrifft, gibt es dann doch noch einige Hürden, so zum Beispiel, dass ich als Person mit starker Sehbehinderung oft Mühe habe, mit einer Bildschirmlesesoftware auf diese Informationen zuzugreifen, weil sie zum Beispiel als Bild auf einer Webseite vorhanden sind und nicht direkt als Text. Und hier gibt es definitiv noch Verbesserungsbedarf, dass solche, dass diese Informationen so besser zugänglich werden. Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, dass wir eine sehr große Chance in diesem Bereich haben, aber dass in Bezug, wer auf der Strecke bleibt, dass das doch zum Teil auch eben Menschen mit Behinderungen sind, aber zum Beispiel auch ältere Leute, die zum einen mit dem Digitalen vielleicht mehr Mühe haben, sich damit zurechtzufinden, und andererseits aber auch dort vielleicht auch Mühe haben, weil sich im Alter auch die Wahrnehmung verändert, dann auch mit Farbkonstellationen und so weiter, was dann auch wieder in den Bereich eigentlich der Behinderungen gehen würde. Vielen Dank. Da haben wir schon ganz viele spannende Dinge gehört. Wenden wir uns Herrn Misrahi zu. Wie beurteilen Sie den Zugang zu digitaler Demokratie? Wo sehen Sie Chancen oder Leute, Gruppen, die ausgegrenzt werden? Merci beaucoup, merci pour votre accueil ici. Bonjour à toutes et tous. Et je me réjouis aussi de pouvoir parler en français, ce qui sera, pour être honnête, un tout petit peu plus facile
pour moi, j'essaierai peut-être aussi de dire quelques mots en allemand après, mais je vais commencer en français. Bon, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous avez déjà dit beaucoup de choses avant qui me semblent importantes. Je pense effectivement le plus évident, c'est de voir que les personnes handicapées ont beaucoup à gagner avec la numérisation de la démocratie. Je pense en particulier, l'exemple qui est le plus évident pour moi, c'est le vote électronique. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de l'ensemble de l'accès à l'information pour les personnes avec un handicap visuel. Le vote électronique, je pense qu'il apporte quelque chose de plus large pour toutes les personnes qui ont des difficultés de mobilité et qui peuvent difficilement voter par elles-mêmes. Donc, ça, c'est une composante vraiment très importante du vote électronique pour moi. C'est le fait que les personnes peuvent voter par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'une aide extérieure pour voter. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, maintenant, quel est le danger de la numérisation? C'est évidemment, ça a été dit, pour les personnes âgées qui ont moins l'habitude d'utiliser ces outils. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il faut pas non plus généraliser, hein, je pense, mais c'est clair, c'est un risque. Il y a aussi des personnes qui ont moins de moyens, qui ont peut-être moins accès aussi aux outils électroniques. Donc, je pense que c'est vraiment des points d'attention qu'on doit toujours garder à l'esprit. Mais je pense que, de manière plus générale, la numérisation, c'est un phénomène plus large. Et puis, je veux pas être fataliste, mais ça a quelque chose d'inéluctable. Je pense qu'on peut pas imaginer que la démocratie continue d'être exercée comme ça a été fait par le passé, alors que le reste de la société se numérise. La démocratie est au centre, doit être au centre de la société, donc c'est normal qu'elle participe à ce processus de numérisation, c'est une attente. C'est aussi une attente, je pense, en particulier pour les jeunes. Voilà, on reviendra peut-être sur le vote électronique. Il y a beaucoup de craintes qui se sont cristallisées autour du vote électronique. On voit qu'aucun processus démocratique est absolument sûr, 100%. Et donc, c'est la même chose aussi pour le vote électronique, c'est la même chose pour le vote par correspondance. Et à la fin, ce qui est important, c'est l'accès de manière générale, que ce soit au niveau numérique ou au niveau des autres moyens de participer dans le processus politique. Ich fasse kurz zusammen. Cyril Misrahi hat sich kurz bedankt und vorgestellt und dann ist er darauf eingegangen, warum, für wen das Digitalisierung insbesondere positiv sein könnte. Und er hat gesagt, im Allgemeinen für Menschen mit Behinderungen gibt es viel zu gewinnen. Und er hat besonders betont, dass das E-Voting mehr Zugang für Menschen, gerade für Menschen mit Sehbehinderungen, aber eben auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu mehr Zugang für diese Menschen führen kann, weil die Leute dann nicht rausgehen müssen, das Ausfüllen dann einfacher ist. Und er hat auch auf die Risiken angesprochen, insbesondere für ältere Menschen hat er erwähnt, dass es schwieriger sein könnte und für Menschen, die vielleicht nicht so viel Zugang haben zu digitalen Instrumenten. Aber im Allgemeinen sieht er die Digitalisierung als etwas, das wir akzeptieren müssen, dass das einfach kommt und unsere Demokratie gerade für die Jungen und für verschiedene Leute zugänglicher machen kann, damit auch mehr Leute an der Demokratie teilnehmen können. So zusammengefasst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich möchte nur etwas speziell unterstreichen. Und zwar die Autonomie, mit der E-Voting, die Autonomie für die behinderten Menschen, die müssen nicht mehr mit der Hilfe von jemandem
abstimmen, sondern sie können das selber machen, selber und geheim auch. Und das ist wichtig für die Gleichstellung. Herzlichen Dank. Wenden wir uns Herrn Germann zu. Wie schätzen Sie die Digitalisierung der Demokratie aus heutiger Sicht ein? Wo sehen Sie Chancen oder Gefahren? Ja, also zunächst möchte ich mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken und freue mich sehr, hier zu sein. Ich teile eigentlich im Wesentlichen die Einschätzung meiner Vorrednerin und meines Vorredners. Ich denke auch, dass die Digitalisierung ein sehr umfassender und auch unvermeidlicher Prozess ist, der sowohl Chancen als auch Risiken und Gefahren mit Inhalte, ich denke, gerade im Bereich der politischen Partizipation ist es klar, dass die Digitalisierung viele neue Möglichkeiten, neue Zugänge ermöglicht, dass auch eine enorme Dynamisierung stattfindet, eine Beschleunigung, dass es zusätzliche Kanäle gibt, wir haben das gehört, eben neue Zugänge zu Informationen. Zu kommen, auch sich über unterschiedliche Kanäle informieren zu können und dass die Digitalisierung auch in Bezug auf den Zugang jetzt zu Wahlen und Abstimmungen oder eben in Informationen auch Barrieren abgebaut werden. Und gleichzeitig ist klar, dass die jede technologische Entwicklung und damit auch neue Barrieren verbunden sein können. Da ist das Feld auch vor allem auch in Bezug auf die ältere Generation. Ich habe mir das auch so. Ich teile diesen Eindruck auch und ich frage mich auch hier, habe ich mich ein bisschen gefragt, ob wir jetzt auch wirklich auf dem Weg in eine digitale Demokratie gehen oder mehr in eine hybride Demokratie, wo eben traditionelle Formen der Partizipation mit neuen Formen der Partizipation auf uns existieren. Und ich denke auch, dass es richtig ist, dass die Digitalisierung gerade in diesem Bereich war schon ein Prozess, der in einem gewissen Sinne unvermeidbar ist, aber es ist auch ein Prozess, den wir gestalten können und eben auch in die richtige Richtung lenken können und wirklich aus der Uridee der Demokratie Partizipation zu ermöglichen, gerecht zu werden. Gut, bis jetzt höre ich ganz viele Chancen für die Digitalisierung der Demokratie. Leute, die neu daran teilnehmen können oder die selbstständig, selbstbestimmt auch und unabhängiger daran teilnehmen können oder könnten, wenn die Tools denn richtig genutzt werden. Gleichzeitig scheinen wir uns einig zu sein, dass die Digitalisierung auch Personengruppen ausgrenzen kann. Wahrscheinlich ist die Lösung so eine Art hybride Demokratie, wie Sie, Herr Germann, gerade vorgeschlagen hat. Derweil ist es in den Parlamentssälen dieses Landes ja relativ spärlich, was die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen angeht. Im Schweizer Parlament sitzen kaum Menschen mit Behinderungen, in den Kantonen sieht es nicht viel besser aus. Warum ist das so? Warum gibt es so wenig Menschen mit Behinderung? Fragen wir zuerst diesmal, bleiben wir beim Herrn Germer. Ja, das ist eine, ich denke, es ist eine komplexe Frage. Man kann natürlich mit den unklassischen Barrieren oder bei den unklassischen Barrieren, also in Bezug auf die physische Zugänglichkeit, aber auch in Bezug auf die digitale Unständigkeit, die Menschen mit Behinderungen und die Breite ausschließt, aber ich denke, es gibt auch eine Sache in den Köpfen, also wo es einfach um Vorurteile geht, aber auch um Vorstellungen, welche Möglichkeiten Menschen mit Behinderung
haben und welche nicht. Ich finde, ist ja so, dass wenn man entscheidet, politisch aktiv zu werden, aber wir können das beide besser beurteilen als ich, darf man ja dann auch eine politisches Curriculum absolviert, dass man mitgeht in eine Partei oder in eine Organisation und in einen Verband und entwickelt sich dann dort weiter. Und ich denke, dass es für viele Menschen mit Behinderungen sehr und schwierig ist, auch diesen Einstieg überhaupt zu finden. Vielleicht auch, weil sie sich nicht das selber nicht zutrauen oder weil sie auch in der Ausbildung oder in der Schule, weil dort auch ihre politischen Interessen zu wenig gedeckt werden. Wie erleben Sie das, Frau Skinner? Sie sind ja politisch auch aktiv. Wann gibt es nicht mehr Politiker mit Behinderung? Ich möchte mich den Punkten, die Herr Germann schon angesprochen hat, anschließen. Ich denke, das sind sehr wichtige Punkte, die wirklich Barrieren darstellen. Und ich denke, ein Problem, das es auch geben könnte, ist nur schon die politische Bildung. Dass es da bereits Zugänglichkeitsprobleme gibt. Zum Beispiel, ich weiß noch, als ich im Gymnasium war, hatten wir eine Plattform, die ich damals mit meinem Screenreader nicht bedienen konnte. Und wenn schon diese Informationen schwierig zu erhalten sind, ist es dann natürlich auch nicht unbedingt motivierend, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Andererseits kann es natürlich aber durchaus auch eine Motivation sein, wenn man diese Barrieren antrifft, dass man dann sagt, da will ich was verändern, da muss was passieren. Das kann natürlich auch der Fall sein. Das ist bei mir mittlerweile auch sehr stark so. Aber es benötigt auch sehr viel Energie, eben all diese Barrieren, die es gibt, eben physisch, digital und in den Köpfen der Menschen, auch im eigenen Kopf, diese zu überwinden. Das benötigt sehr viel Energie. Und ich denke, dass was auch ein Problem ist, ist, dass allgemein der Alltag mit einer Behinderung sehr viel Energie benötigt, eben Schule, Ausbildung, Arbeit, Reiten, was auch immer. Und dass man dann vielleicht zum Teil sich auch fragt, ob man sich diese zusätzliche Herausforderung, ob man sich die jetzt auch noch aufbürden will. Ich denke, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich hier noch anfügen könnte. Wie erleben Sie die Teilnahme von Menschen mit Behinderung in der Politik, Herr Miserai? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais peut-être répéter ou dire des choses qui ont déjà un peu été évoquées par mes préopinants, préopinantes. C'est une question compliquée. Je pense que si ça pourrait être le sujet d'étude, vraiment de confondre. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une étude qui était en cours, mais j'ai pas participé, j'ai pas vu les résultats. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On a mentionné avant, ça a été mentionné, la question de la formation politique, de l'accès à l'information. C'est clair que, par exemple, pour les personnes sourdes, l'accès à l'information, c'est un grand enjeu. Pour les personnes avec handicap mental aussi, c'est vrai qu'on ne pense pas immédiatement aux personnes avec handicap mental pour la participation active dans un organe élu. Mais on a cet exemple en France d'une femme qui avait une trisomie 21 qui était élue dans un conseil communal, Marine Derat. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on peut thématiser, je pense. Mais pour ça, ça nécessite effectivement la formation politique, ça nécessite effectivement l'accès à l'information et par exemple d'avoir plus de matériel en FALC, en Leichte Sprache. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu de l'accès à l'information qui est un préalable. Il y a quand même toute une série d'obstacles techniques. Si vous arrivez dans un parlement et que vous êtes aveugle, ou même que vous arrivez dans un gouvernement,
vous avez un peu rien qui est préparé, c'est clair. Maintenant, avec la numérisation, c'est un petit peu moins compliqué par rapport à certains handicaps, comme le handicap de la vue. Je dois dire moi-même, j'ai rencontré peu de problèmes. Il y en a, hein, quand on voit un tableau d'affichage avec, avec les votes par, par député. Selon comment le système d'affichage est conçu, moi, je ne peux pas avoir accès à cette information. Mais bon, c'est vrai que la documentation, il y a beaucoup de choses qui sont immédiatement accessibles, mais il y a toujours des questions qui se posent. Et pour les personnes avec un handicap physique, si vous avez des bâtiments publics qui ne sont pas accessibles pour aller siéger, ça va être quand même relativement compliqué et rien n'est prêt en fait. Donc ça veut dire qu'on va arriver dans une fonction, il faut déjà se faire élire, c'est déjà pas forcément facile, il faut se faire connaître, etc. Et ensuite, vous êtes élu, vous êtes dans le sang des sangs, et puis ben, il faut déjà y arriver. Voilà, c'est, rien n'est préparé à l'avance, vous ne vous sentez pas bienvenu pour exercer une fonction élective. Et puis, il faut aussi dire, il y a des préjugés, je pense, ils sont plutôt en recul, mais ils existent toujours. Je me souviens de Suzette Sando, qui était professeure honoraire, professeure à la retraite à l'Université de Lausanne, et qui avait encore prétendu il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on ne pouvait pas être aveugle et être dans un gouvernement, même dans un gouvernement d'une commune. C'était une attaque pour notre présidente actuelle co-présidente d'Inclusion Handicap, Verena Kuhnen, qui était candidate à l'exécutif de la commune de Puy. Je me souviens aussi d'un collègue qui fait de la politique au niveau communal à Genève, dans une commune, et qui a un syndrome de la Tourette et à qui on a dit « Ah, peut-être c'est quand même mieux si tu te présentes, tu vas avoir des réactions, tu vas avoir... Alors, est-ce que c'était une manière de le rendre attentif? Peut-être ce qu'il risque d'expérimenter en tant qu'élu? Est-ce que c'était légitime aussi de le décourager déjà en l'avertissant qu'il pourrait y avoir des réactions négatives par rapport à son handicap? Voilà, je ne vais pas être plus long, quelques exemples que je vois d'obstacles. Encore une dernière chose que j'aimerais dire, qui est importante, c'est que pour beaucoup de personnes handicapées, il y a déjà des difficultés dans la vie quotidienne, dans le travail, pour avoir accès au travail. Et en Suisse, la politique, ça reste majoritairement quelque chose en plus. Alors c'est difficile de faire quelque chose en plus. Vous devez faire votre trou, résoudre des problèmes, vous n'êtes pas le bienvenu, alors que vous avez déjà des problèmes dans votre vie tous les jours pour accéder au travail. Ich fasse wieder zusammen, damit nicht die Leute im Livestream ebenfalls sehen. Genau. Also Herr Misrahi hat auf die Sachen hingewiesen, die Frau Skinner und Herr Germann bereits gesagt haben. Er hat auf den Zugang, die Wichtigkeit des Zugangs zur politischen Bildung hingewiesen. Gerade für Personen mit Hörbehinderungen, aber auch für Personen mit geistigen und psychischen Behinderungen. Und er hat erwähnt, dass man oft gar nicht daran denkt, dass diese Personen am politischen Diskurs, am politischen Prozess teilnehmen möchten. Aber es gibt verschiedene Beispiele, zum Beispiel aus Frankreich, wo Personen zum Beispiel im Gemeinderat tätig sind, wo zeigt, dass das eine Möglichkeit ist und dass Leute auch interessiert daran sind, ein politisches Amt anzunehmen. Es braucht also im Allgemeinen mehr politische Bildung, es braucht mehr Materialien, auch in leichter Sprache und gerade technische Hindernisse und so weiter müssen überwunden werden. Und man muss die Leute unterstützen, dass diese Hindernisse überwunden werden können. Er hat auch betont, dass in vielen Parlamenten und so weiter ist man nicht bereit für Menschen mit Behinderungen. Also man macht vielleicht ein Gebäude zugänglich, man kann reinfahren, man kann reingehen, aber die Parlamente, die Regierungen, Gebäude sind nicht bereit
für Personen mit Behinderungen. Und er hat verschiedene Beispiele gesagt, wo er auch erwähnt hat oder betont hat, dass auch Vorurteile eine große Rolle spielen, wo Leute vielleicht daran hindert. Er hat eine Person mit Tourette erwähnt, der sich Sorge machte, dass das vielleicht negativ bewertet wird, wenn er gewisse Ticks hat in der Öffentlichkeit. Und das ist ebenfalls ein Hindernis. Und zum Schluss hat er betont, und das ist wichtig, dass Personen mit Behinderungen auch in ihrem Alltag schon sehr viele Schwierigkeiten haben. Also es ist schon im Alltag sehr schwierig für Menschen mit Behinderungen. Und deshalb das hindert viele Personen daran, zusätzlich noch etwas zu machen und ein politisches Amt einzunehmen. Vielen Dank. Es hat bereits eine Frage, die zu diesem Thema passt. Vielleicht können wir diese schon einbringen. Ja, sicher. Gut. Dann würde ich gleich aus dem Web eine Frage mitbringen von André Marti. Er fragt, auch auf das Gesprochene bezogen, welche Verantwortung haben die Parteien für eine zugängliche Politik? Ich sehe da nicken. Dann auch die Frage, können die das überhaupt stemmen, beispielsweise in den Sektionen mit wenig Personal? Und hier nochmals dann konkret die Frage, kann die Digitalisierung eben da einen Beitrag leisten? Ja, das ist klar, die Parteien haben eine Verantwortung. Ich glaube, es ist auch möglich, es ist auch zumutbar, etwas zu machen. Natürlich auf Gemeindeweise, kleine Gemeinden ist es ein bisschen schwieriger, aber es gibt nicht so viele Abstimmungen in einer Gemeinde, dass man kann nicht manchmal etwas in leichte Sprache übersetzen oder vielleicht eine Debatte, die zugänglich wäre auch für Leute mit Handicap mental, geistige Behinderung. Und ich meine, auf Bundesebene, die Parteien könnten wohl Material auf leichte Sprache und auch Gebärdensprache machen. Es kostet nicht so viel, wenn Sie meinen, über die Budget von diesen Parteien. Also es kann etwas gemacht werden, und ich glaube auch auf Kantonsebene, in die große Städte, es gibt Budget und es kann ein Teil von der Budget benutzt sein für solche Übersetzungen, zum Beispiel in leichter Sprache. Und es ist auch nützlich für alle, nicht nur für Menschen mit geistiger Behinderung. Es ist auch nützlich für die Leute, die haben nicht Deutsch oder Französisch als Muttersprache. Und die Digitalisierung ist zwar eine Chance, weil Sie brauchen nicht mehr alle printen und senden. Sie können einfach auf Internet mit à disposition. Zur Verfügung stellen? Ja. Super, vielen Dank. Bevor ich weitermache, habe ich nicht erwähnt, für jene, die das nicht sehen oder noch nicht bemerkt haben, das wollte ich aber noch kurz erwähnen. Wir sind alle, die hier teilnehmen, in dem Sinn betroffen, dass wir alle eine Behinderung haben. Herr Germann sagt von sich, er hat eine Hörbehinderung. Herr Misrahi ist leicht sehbehindert und hat eine Konzentrationsstörung, sagen wir so. Ja, als man sagt, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ah, okay. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und Frau Skena hat sie schon erwähnt, ist stark sehbehindert, während ich überhaupt nichts sehe.
Sie, meine Damen und Herren, stellen bitte weiterhin Fragen. Die Leute im Publikum, wenn sie wollen, können sie auch gerne aufstecken. Nicht, dass wir das bemerken würden. Auf Broadcom melden sich dann schon. Und am Schluss kommen wir dann noch zu einer ausführlichen Fragerunde. Der Link gibt's auf Slido. Den Link stellt Herr Götting im YouTube-Chat zur Verfügung, wenn Sie entsprechend fragen. Jetzt haben wir, wir sind eine halbe Stunde in der Diskussion. Lassen Sie uns ein wenig individuelle Fragen stellen. Das, was Sie besprochen haben, die Menschen mit Behinderungen in der Politik, das klingt nach einem rechten Elend. Nicht, dass es gibt ganz viele Hindernisse und sehr wenig Beteiligung im Moment. Und da setzt ja, glaube ich, das Projekt behindertenpolitik.ch an, oder? Mögen Sie uns das kurz vorstellen? Vor allem auch sagen, wie es damit läuft. Ja, genau. Also das Projekt behindertenpolitik.ch, das hat der Verein Tatkraft kürzlich lanciert, Anfangs Mai, glaube ich, war das. Da hatten wir ein Crowdfunding, das ist sehr gut gelaufen. Da haben wir das Geld zusammenbekommen, was uns natürlich außerordentlich freut zu sehen, dass wir da diese Unterstützung haben. Wie viel? Das war gar nicht mehr auswendig, wie viel das war. Okay, weil es hat nämlich ein Betrag, war ja auch ein Ziel verbunden, oder? Sie haben sich ein Ziel gesetzt, Menschen mit Behinderungen in die Politik zu bringen. Genau. Genau, das ist das Ziel und das wollen wir auf verschiedene Arten erreichen. Und zwar einerseits mit Mentoring, also dass Leute mit Behinderung, die bereits politische Erfahrung haben, Leuten, die aktiv werden wollen, dabei helfen können, ihr Wissen weitergeben können, wie sich gewisse Hürden, die es gibt, bewältigen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Andererseits aber auch Assistenz. Assistenz, das kann in auf ganz verschiedene Arten und Weisen benötigt werden. Zum Beispiel Assistenz, einen Ort zu finden, einen Veranstaltungsort zu finden. Die hatte ich heute Abend, was mich sehr gefreut hat, weil sonst hätte ich das selbst nicht gefunden. Dann zum Beispiel für Personen mit einer Sprachbeeinträchtigung Verbalassistenz, die hilft bei Vorträge halten, Reden halten, solche Dinge. Und ich weiß gar nicht, was es sonst noch für Arten von Assistenz gibt. Alles, was man, wo es irgendwelche Bedürfnisse an Assistenz geben könnte, wollen wir mit dem auch abdecken. Und natürlich, ein weiteres Ziel ist auch, auf diese Problematik der starken Untervertretung, die es gibt, aufmerksam zu machen. Das ist natürlich mit dem auch, das ist mit dem auch in den Fokus gestellt werden soll. Und ja, wir stehen da sehr am Anfang, aber wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir damit einiges bewerten können. Und das Interessante finde ich ja daran, Sie haben dieses Projekt mit so einem Kickstarter, darf man nicht sagen, weil das ein Markenname ist, mit einem Crowdfunding realisiert, nicht? Dass Sie wiederum auf den sozialen Medien beworben haben. Da habe ich mich spontan gefragt, glauben Sie, dass dieses Projekt ohne Digitalisierung möglich gewesen wäre? Möglich gewesen vielleicht schon, aber es ist ganz klar, dass es ohne die sozialen Medien und die Streuung, die dadurch möglich war, eine viel geringere Reichweite gehabt hätte. Und ein Crowdfunding ohne diese Plattform wäre, ich würde vielleicht nicht sagen nicht möglich, aber nur sehr schwer möglich. Und da würden sehr schnell auch wieder physische Barrieren dazu kommen, an die Orte zu kommen, wo die Leute sind, da eben physisch das Geld zusammen. Also das würde wahrscheinlich auch unsere Kapazitäten übersteigen. Von dem her wäre das sicher nicht möglich gewesen ohne diese Kanäle. Super. Gibt es ganz konkrete Schritte, die Sie als nächstes anpacken in Behindertenpolitik CH? Also etwas, was wir geplant haben, ist, es läuft ja momentan noch dieses Forschungsprojekt Disability Politics. Das wird diesen Sommer abgeschlossen und wir planen eine Aktion für am 15. September. Das ist der Tag der Demokratie, wo wir diese Ergebnisse auch verbunden mit Forderungen, die sich daraus ergeben, an Bundesparlamentarier übergeben wollen. Super.
Dann safen wir uns the date. Wenden wir uns Herr Mizrahi zu. Sie haben sich ja in diesem Projekt, kann man das nicht nennen, aber Sie haben sich engagiert, damit Menschen mit geistigen Behinderungen das Wahlrecht in Genf erhalten. Können Sie uns sagen, worum es dabei geht und natürlich, ob da Digitalisierung, digitale Medien eine Rolle spielen? Alors, je fais une fois une intervention en français, comme ça, s'il y a des, des personnes qui nous écoutent aussi en romandie, ça fait une petite pause. Et puis après, ce sera pour vous la pause la prochaine fois. Oui, alors ce projet, bon, en fait, on a commencé à discuter ce thème. Donc, il s'agit des personnes qui sont sous curatelle de portée générale. Au niveau fédéral, c'est prévu que ces personnes sont automatiquement privées de leur droit de vote et d'éligibilité. Et à l'occasion de la constituante à Genève, enfin, son SRAT, on a rediscuté cette règle parce que chaque canton peut définir qui a le droit de vote et d'éligibilité au niveau cantonal. Et là, finalement, on a fait dans un premier temps une sorte de compromis qui était de dire que l'autorité de protection de l'adulte, on dit caisse en allemand, je crois, à Genève, c'est un juge, qui doit décider au cas par cas si une personne doit être privée, incapable de discernement de manière durable et si elle doit être privée de ses droits politiques. Déjà à ce moment-là, on avait des critiques au niveau international du comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées de cette solution qui était pratiquée dans d'autres pays. Et le comité a déjà dit en 2011, faire erreur, que cette solution du cas par cas n'était pas encore suffisante du point de vue de la garantie des droits politiques. Et on a vu aussi dans la pratique que les autorités de protection ne comprenaient pas grand-chose. Qu'est-ce que sont les droits politiques? Et ils essayent d'appliquer d'une manière un peu placative leur concept du droit civil pour définir si une personne doit voter, peut voter ou pas. Et du coup, après, il y a le gouvernement, je m'excuse, c'est une longue histoire, il faut que je le fasse un peu courte. Le gouvernement genevois a trouvé que c'était vraiment beaucoup trop compliqué ce système, il y avait trop de fichiers d'électeurs et d'électrices différents, il fallait revenir au système statu quo ante qui existe au niveau fédéral, et ils sont venus avec un projet pour dire non, tout ce qu'a fait la constituante, il faut jeter, et puis on revient à l'ancien système. Et puis là, la commission parlementaire n'était vraiment pas convaincue par ces arguments, et après différentes auditions, a décidé de faire le contraire de ce que le gouvernement a proposé, c'est-à-dire de dire qu'on va complètement supprimer cette privation des droits politiques, parce qu'on considère que les droits politiques sont quelque chose de tellement personnel que ça doit être vraiment une expression totalement libre qu'on ne peut pas décider, un juge ne peut pas décider si quelqu'un est capable de voter ou pas. Ce n'est pas quelque chose d'objectif de savoir on vote pour ou on vote contre. Les avions de combat, il n'y a pas un choix qui est rationnel et un choix qui n'est pas rationnel. Peut-être vous pensez différemment, mais en principe, il y a des avis différents sur ce qui est rationnel entre acheter des avions ou pas acheter des avions, pour prendre cet exemple un peu trivial. Et voilà. Et ensuite, bah, c'était une modification de la Constitution. Alors, on a eu un débat populaire et ça, c'était très intéressant parce qu'on a pu avoir un débat sur la participation des personnes avec un handicap mental et avec un handicap psychique. Et on savait aussi qu'on n'était pas prêt concernant l'accessibilité, Leichte Sprache, etc. Mais on a dit, tant pis, on ne peut pas garder cette limitation des droits politiques encore plus longtemps sous prétexte qu'on n'est pas absolument prêt. Et on a convaincu finalement trois quarts des votants et des votantes, ce qui est énorme. Il y a eu tout un travail avant aussi de conviction sur les partis. Alors je ne sais pas si la numérisation a vraiment changé quelque chose, mais quand même, parce que on
on était quand même un peu dans le deuxième confinement. À Genève, c'était déjà beaucoup de lieux publics étaient fermés. Alors la campagne a eu lieu beaucoup du point de vue numérique, site internet, liens sociaux, etc. On a fait aussi des formats accessibles en langue facile, Deutsche Sprache, et puis aussi en langue des signes, ce qui n'était pas simple. On s'est rendu compte qu'on aurait eu mieux fait de d'abord traduire en Deutsche Sprache et puis seulement après traduire en langue des signes. Ça aurait donné des meilleurs résultats. Alors, on a aussi appris quelque chose. Et c'est clair, la digitalisation pour diffuser une information en langue des signes ou en langue facile à lire, c'est vraiment un plus. Kurz zusammenfassen, er hat sich auf die Geschichte ein bisschen vom Wahlrecht und Stimmrecht in Genf bezogen und hat erwähnt, dass auf der nationalen Ebene sind Leute, die unter Vormundschaft stehen, Menschen, die unter einen Beistand haben, können im Allgemeinen nicht wählen. In Genf hat man das wie neu besprochen und es war der Fall, dass die CASP, in der Westschweiz heißt es anders, aber bei uns wäre es die CASP, wie entscheidet, welche Personen wählen können und abstimmen können. Das war eine relativ komplizierte Lösung für dieses Problem, ist ja kein Problem, aber es ist eine relativ komplizierte Lösung und das wurde auch daran kritisiert. In Genf hat man dann entschieden, hat man das alles neu besprochen und entschieden, dass diese Entscheidungen von der CASP nie objektiv, nie rational sein können. Also es ist immer eine Frage von Meinung, wer jetzt abstimmen kann, wer wählen kann. Es ist nie eine objektive Frage. In Genf gab es da deshalb nachher die Abstimmung, die Entscheidung, dass alle Personen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Behinderungen wählen können. Also dass nicht eine individuelle Entscheidung jedes Mal getroffen wird, sondern dass alle Personen wählen können. Und es waren 75%, also 3/4 der Bevölkerung haben dazu gesagt, was eine sehr große und erfreuliche Zahl ist. Man hat zwar gemerkt, dass man noch nicht bereit ist. Es gab zum Beispiel keine Informationen in leichter Sprache, die auch für Personen mit geistigen Behinderungen zugänglich wären. Aber man hat sich gesagt, nur weil man nicht bereit ist, heißt das nicht, dass man nicht jetzt diesen Menschen das Wahlrecht gewähren soll. Er hat auch noch, Cyril Misrahi hat auch darauf geantwortet, ob Digitalisierung eine Rolle gespielt hat. Er hat gesagt, natürlich hat man über soziale Medien, über Webseiten und so weiter Informationen verbreitet. Er hat dann erwähnt, dass gerade zum Beispiel für Dokumente in leichter Sprache, aber auch, und das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, auch in gezeichnete Informationen, also bildlich dargestellte, zum Beispiel Wahlinformationen über die sozialen Medien und über die Digitalisierung besser vertrieben werden können. Nur eine Präzisierung. Ich habe auch gesprochen von Gebärdensprache. Haben Sie das auch gesagt? Nein. Gebärdensprache. Wir haben ein Video in Gebärdensprache gemacht, um zu erklären, worum es geht. Und wir haben auch gemerkt, wir hätten vorher in leichter Sprache übersetzen und nur nachher in Gebärdensprache übersetzen und es hätte eine bessere Lösung, ein besseres Resultat gegeben. Und auch ein großes Argument für diese Abschaffung Privation des droits politiques, ein großes Argument war, die Leute, die wirklich nicht auch mit Hilfe wählen können, die wählen einfach nicht. Und das ist kein Problem. Und das braucht nicht eine Entscheidung, eine Verfügung von der Justiz oder was weiß ich. Diese Leute wählen einfach nicht. Und die Leute, die wählen, es bedeutet, sie können wählen. Und man kann nicht
das verboten mit einer Entscheidung von einem Gericht oder von einem Gast oder was weiß ich. Wir haben, ich möchte wahrscheinlich Herr Misrahi eine Frage stellen, danach kommen wir auf die Fragen zum Publikum. Nur kurz, warum gelang das jetzt in Genf und in der übrigen Schweiz noch nicht? Manchmal sind auch die Genfer ein bisschen Genferinnen und Genfer, nicht nur. On n'est pas tout le temps ridicule, des fois on a aussi des idées intéressantes, aber ich glaube, ja, es ist schwierig zu beantworten, es ist eine Mischung. Wir haben diese Verfassungsratdebatte Anfang von die, Début des années 2010, Anfang 2010 Jahren und ja, nachher haben wir wieder mal diesem Projekt von Regierungsrat, der vorstellt, proposé, wieder an die Bundesebene Lösung wieder zu gehen. Und es hat maintenant, je continue en français, c'est trop dur. Ça a eu l'effet contraire que le gouvernement vienne en disant on doit revenir en arrière. Ça, comme était un peu un électrochoc, la commission des institutions politiques à Genève s'appelle commission des droits politiques, a dit non, on peut pas aller dans ce sens-là. Et, bon, il y avait aussi un travail de lobby. Ich muss auch sagen, wenn Sie haben Politikerinnen mit Behinderungen im Parlament, es ist zwar wichtig. Ich sage das nicht nur für sagen, ich bin le héros etc. Aber es ist wichtig, nicht nur von außen Lobby zu machen, sondern auch in der Platz zu sein. Und in der Platz die Leute überzeugen. Und es ist sehr lang, die Leute zu überzeugen. Es ist nicht ein leichtes Thema. Man braucht viele Diskussionen und es hat 10 Jahre, ich sage immer, weil die Leute haben das Resultat gesehen und sagen, oh, wir machen das Gleiche auch. Aber es ist 10 Jahre Diskussionen und Überzeugen. Und das Thema ist komplex und es gibt auch viele Verurteile betreffend Menschen mit Behinderungen, speziell besonders geistig oder psychisch Behinderungen. Und ich muss auch sagen, dass diese Verurteile, es gibt immer noch, auch in Genf. Obwohl diese klare Resultat ist hier. Und ich muss auch sagen, dass die Parteien, die Positionen von den Parteien waren sehr wichtig. Es gibt nicht nur die Linke, die hat das dafür engagiert. Es gibt auch den CVP, also die Mitte, und immer noch die Mitte. Die FDP hatte keine offizielle Wahlempfehlung, aber der Präsident sagte ja und er hat sich offensichtlich engagiert in der Kampagne. Also es gibt mehrere FDP-Politikerinnen, die haben engagiert dafür und das hat einen Einfluss, das ist klar. Nicht alle Leute haben das im Detail studiert und nachher abgestimmt. Viele Leute schauen, was die Parteien sagen und die basiert auf das, die wählen. So, wir haben eine Frage, vielen Dank. Wir haben eine Frage, die gestellt wurde. Weiß nicht, ob online oder offline? Online. Ja, ich sag mal online, aber ich stelle es gerade auch in die Runde, weil ich da um die Ecke nicht so gut sehe. Wenn
Wenn jemand im Saal eine Frage hätte, dann auch. Da ist auch eine Frage. Jetzt haben wir drei Fragen. Sollen wir alle nehmen oder nehmen wir sie einzeln? Die Zeit ist tatsächlich schon weit vorgeschritten. Lassen Sie uns doch die Fragerunde einläuten, sonst kommt ihr dann schon noch was in den Sinn. Aber ich bin sicher, Ihre Fragen sind weitaus spannender. Gut, dann nehme ich mal die zwei aus dem Online. Sie betreffen die Frage an Urs Germann. Wo sieht der Bund das Potenzial für Verbesserungen? Das wäre das eine. Und dann auch die Frage, versucht die Bundeskanzlei da tatsächlich Verbesserungen hinzukriegen oder begnügt man sich da mit dem Status quo? Und dann wäre noch die Frage an Luana Schena. Was wäre jetzt der sozusagen pragmatisch nächste Schritt und wer wäre aus Ihrer Sicht in Pflicht für die nächsten Arbeiten? Herr Germann? Ja, danke für die Umfrage. Ich versuche wirklich konzentriert zu antworten und wirklich auch in die Länge zu gehen. Also, es ist unklar, kann ich auch auf der Ebene unklar, wenn man die Entwicklung in Genf ansieht, wenn man Projekte wie das von Starcraft ansieht, dass wir uns heute noch in der besten aller Welten angelangt sind und dass es nach wie vor ein großes Entwicklungs- und Verbesserungspotenzial gibt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt in eine verschiedene Vorstellungen und Ranking, die den Bundesrat aufgefordert haben, Bericht zu erstatten, wie die politische Partizipation verbessert werden könnte. Dort finden im Moment statt. Ist auch so, dass eidgenössische Bürger für die Ungleichheit von Menschen mit Behinderungen ist seit mehreren Jahren der Rahmen der Behindertenpolitik des Bundesrates umzusetzen. Dort gibt es auch einen Schwerpunkt Accessibility, also genau darum geht eben diese Chancen, die Digitalisierung bietet, so zu nutzen, dass auch Menschen mit Behinderungen und davon profitieren können. Es gibt auch in einem weiteren Programm einen Schwerpunkt Partizipation, wo es auch darum geht, eben vorne der politischen Partizipation zu diskutieren und neue Lösungen zu entwickeln. Also ich denke, im Moment ist man da an sehr vielen Baustellen am Pass. Verstehe ich das richtig, dass das digitale Abstimmen, E-Voting, das wurde lange ein wenig als für blinde und stark sehbehinderte Menschen so als die Lösung präsentiert. Das wurde mir häufig versprochen, sie werden selbstständig abstimmen können, sobald wir E-Voting haben. Das Problem ist nur, E-Voting ist stagniert. Es findet jetzt wieder ein Neustart statt. Ich denke, wir haben offiziell keine Ahnung, wann und wer und wie viel überhaupt elektronisch wieder abgestimmt werden darf. Hat denn der Bund irgendeine Alternative für blinde und stark sehbehinderte Personen im Köcher? Oder wird da nach wie vor diese es kommt ja dann mal E-Voting-Karte gespielt? Ja, ich denke, im Moment ist unklar, dass diese neue Aussage des Pilotversuchs E-Voting im Vordergrund steht. Das ist ja im Moment ist ein Entwurf in der Vernehmlassung, also der ist noch nicht der also definitive Abschluss. Dort wird man die Rückmeldungen auswerten und dann unser weiteres Vorgehen
entscheiden. Ich gehe und jetzt mal davon aus, dass dieser Weg weiterhin im Vordergrund stehen wird. Und es ist auch im momentanen Verfassungsentwurf ist es auch klar, also eine so vorgegebene Lobbying ist nicht nur ein Zugang für Menschen mit Behinderungen, aber auch, und es ist auf jeden Fall so, soll sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinderungen, die darauf angewiesen, das dann auch und nutzen können. Auch ist klar, im Moment ist diese Vernehmungsdaten noch am Laufen und entscheiden, wenn sie dann aufgrund der Rückmeldung gefällt. Immerhin laut dem Entwurf sollen Menschen mit Behinderung dann Priorität haben, wenn es um dieses E-Voting geht. Das klingt schon mal schön. Ja. D'ailleurs, der Projekt, der in der Vernehmlassung ist, sagt, ich glaube, dass die behinderten Leute und auch die Schweizerinnen von Ausland sollen nicht ils doivent pas être pris en considération dans le calcul des limites. Es gibt Prozente, 10% maximal auf Bundesebene sollen elektronisch wählen und 30% auf Kantonsebene. Und die behinderten Leute und Schweizer von Ausland sind nicht in diesem Quota. Sie können immer Zugang zum elektronischen E-Voting haben. Aber attention, das gilt nur für die Kantone, die haben E-Voting. Dann muss ich auch sagen, für die Behindertenorganisationen, wir haben etwas zu sagen in diesem Vernehmlassung, um zu machen, dass die behinderten Leute in allen Kantonen E-Voting Zugang haben. Weil man kann nicht noch warten. Ich kenne Leute, sehbehinderte Leute, die haben immer in Genf E-Voting gewählt, bis zum Crash von dem System. Und es ist auch ein bisschen das Problem, weil es ist sehr viel wichtiger für behinderte Leute als für die gesamte Bevölkerung. Und trotzdem mit dem Crash von der System, Genfer System sowie System von der Post, also von der Post, von der Zutretung, also ein Unternehmen von der Post, aber ich will nicht im Detail gehen, aber trotzdem die Opfer von diesem Crash sind die Menschen mit Behinderung. Es gibt natürlich andere Lösungen. Ich arbeite auf einem Gesetzprojekt, immerhin gern, weil ich in Genf gewählt bin, für alternative Lösungen. Aber es gibt schon in anderen Kantonen, für Beispiel im Kanton Waadt, es gibt die sogenannte Urne itinerante, ich weiß nicht den Wort auf Deutsch, also die Leute von dem Wahlbüro gehen bei der Person, und der helfen, die Person zu wählen, und die nehmen nachher die Stimmkarte. Also, ja. Macht sie auch Hausbesuche? Also das ist interessant zwar, aber das ist nicht selbstständig für die Person, das ist nicht voll autonom. Also sie können natürlich auch Wahlmaschinen, so wie in den Vereinigten Staaten, aber dann müssen sie im Wahlbüro gehen. Es kann auch Hindernisse geben zum Wahlbüro. Öffentlichen Verkehr und dann Zugang zum Wahlbüro und so weiter. Also
der E-Voting System, das ist eine Lösung für alle diese Probleme. Nicht nur für selbstständig abstimmen, aber auch für architekturalen Hindernissen und so weiter. Also es gibt Alternativen, aber keine Alternative ist so gut wie E-Voting. Dankeschön. So, wir sind, wir haben eine richtige Queue von Fragen inzwischen. Wir werden wahrscheinlich, machen wir das länger, weil wir verzögert angefangen haben? Oder? Ja. Wir dürfen länger machen. Alle nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 30 Minuten. Die Frage wurde gestellt nach der pragmatischen Vorgehensweise von Skena. Wer ist gefordert und wie? Also pragmatische Vorgehensweise, das versuchen wir im Verein Tatkraft, das heißt ja auch so, mit unseren Projekten, dass wir wirklich versuchen, Sachen zu machen, wo wir direkt einen Einfluss haben können. Jetzt zum Beispiel mit dem Projekt Behindertenpolitik, wo wir jetzt das Geld zusammen haben, um diese Maßnahmen, die ich vorhin erläutert habe, um das umzusetzen. Und ich denke, dass das etwas ganz Wichtiges ist, dass wir mit dem bald anfangen, dass wir wirklich Leute so unterstützen können mit Assistenz, mit Mentoring. Ich finde das schon etwas sehr Pragmatisches. Dann haben wir auch noch andere Projekte mit Ability Center, wo wir auch sonst außerhalb von politischen, auch mit anderen Projekten Menschen mit Behinderungen unterstützen, ihre Projekte umzusetzen, auch wieder mit Assistenz. Und ja, ich denke, für uns ist die Lösung sehr stark das, dass wir uns selbst engagieren und Lösungen bieten. Und wer gefordert ist, ich denke, schlussendlich wir alle als Gesellschaft. Also das haben wir jetzt eigentlich auch schon besprochen, der Bund gefordert, da sind Schulen gefordert, zugängliche zum Beispiel bei der politischen Bildung zugängliche Materialien zu haben. Das sind Leute, die Veranstaltungen organisieren, gefordert, sich zu überlegen, okay, was haben wir für eine Veranstaltung, was gibt es da für Zugänglichkeitshindernisse, die aufkommen können, wie können wir die allenfalls beheben? Können wir zum Beispiel unser Programm, unseren Flyer, was auch immer, irgendwie zugänglich als Word zur Verfügung stellen? Können wir einen barrierefreien Raum haben? Das sind alles eigentlich relativ kleine Dinge. Aber wenn man auf die achtet, kann man Veranstaltungen, Informationen und so weiter für ganz viele Leute zugänglich machen. Von dem her gefordert sind wir alle wirklich. So, schauen wir uns die Fragerunde nochmal an. Ich glaube, es wurde was gesagt, gewiss. Genau. Ich habe Zettel zugesteckt und normalerweise machen wir das mit Mikrofon, aber weil jetzt wir mit dem Video nicht nachkommen, ist das ein bisschen komisch. Aber drei Punkte, die ich da gerne noch aufbringe. Das eine schließt nochmals an die Frage des Bundes und das E-Voting. Eines der zentralen Probleme ist ja das Vertrauen in digitale Systeme. Was auch legitim ist und die Frage, wie oder was macht der Bund eben auch, um dieses Vertrauen zu stärken. Das ist eine Voraussetzung für das E-Voting. Dann vielleicht noch ein Hinweis in Bezug auf Genf. Einerseits der Hinweis, dass es ja auch in Tessin mit Emmanuel Bertoli einen Regierungspräsidenten gibt, der sehbehindert ist oder blind, soviel ich weiß. Und in Genf ist es ja eine Stadt und da die Frage, spielt das eine Rolle, dass vielleicht eine Stadt da schneller vorangeht als ein Gebiet oder ein Kanton mit einem Stadt-Land-Graben, einem größeren? Und wenn man das noch weiterdenkt, es gibt vielleicht ja 16.000 Leute, denen das Wahlrecht so entzogen ist. Das war so die Größenordnung, die mir da mitgegeben wurde. Wenn sich die alle in eine eigene Partei zusammenschließen, wäre das schon recht viel, statt in verschiedenen Parteien. Das ist eine Frage ans Vorgehen. Und die letzte Frage dazu, vielleicht auch noch an alle oder an Schena zur Finanzierung.
Ist es richtig, dass es da Crowdfunding braucht, wenn die UNO Behindertenrechtskonferenz, glaube ich, heißt das, ja eine unbeschränkte Teilhabe vorsieht und man das ja nicht einfach gratis haben kann? Das sind drei Dinge, die ich hier noch eingebe aus der Diskussion im Cyberspace und im Saal. Klingt, wenn ich nach Fragen an alle drei teilnehme, die alle gut im Kopf habe. Fangen wir diesmal mit Frau Skena an, glaube ich. Die Frage nach der UNO-Behindertenrechtskonvention. Ja, also ob das richtig ist, dass man dafür ein Crowdfunding starten muss, um das umzusetzen. Ich glaube, das kann ich relativ klar beantworten, im Grunde genommen nicht. Das sollte im Grunde genommen nicht an uns Behinderten hängen bleiben müssen, dass wir für unsere eigenen Rechte kämpfen und uns das selbst finanzieren müssen. Aber das ist halt das, es ist halt jetzt einfach so, dass das leider nicht optimal funktioniert und dass wir einfach beim aktuellen Stand keine andere Alternative haben. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann nicht mehr so ist und weitere Schritte, wir uns nicht für das Geld dafür sammeln müssen, das hoffe ich schon. Wäre spannend, auch eine Frage wäre ich dann Herrn Misrahi. Sie sind ja Rechtsanwalt. Hat die UNO-Behindertenrechtskonvention etwas mit digitaler, mit mehr Inklusion in der politischen Teilhabe zu tun? Kann man das irgendwie einklagen? Ja, würde ich sagen, es gibt einen Artikel 29. Wir haben auch diesen Artikel in der Kampagne in Genf über politische Rechte genannt. Das war nicht unser Main Argument. Wir haben diesen juristischen Argument genannt, aber wir hatten auch andere Argumente. Man kann nicht eine Kampagne gewinnen mit nur juristischen Argumenten. Und wir haben auch die Wahl gemacht, das ist richtig, meine ich, dass die Lösung nicht vor dem Gericht zu holen. Das Gericht ist nur die subsidiäre Lösung. Wenn Sie meinen, Wahl von Frauen, wir haben viel über diesen Kampf gedacht während der Kampagne. Und ja, es hat Zeit gebraucht, für die verschiedenen Kantone zu gewinnen. Und nur wenn es könnte nicht anders gemacht werden, kämen Frau Rohner und anderen vor dem Bundesgericht und hat das Bundesgericht gesagt, die Frauen müssen wählen, auch im Abendserinnerung. Und deshalb sage ich, ja, es gibt ein Recht in Konvention, in dieser UNO-Konvention, ein Recht zu partizipieren. Es ist klar für den Komitee, also UNO-Ausschuss, dass die Regelung auf Bundesebene und die meisten Kantonen nicht konform mit diesem Artikel 29 ist. Also diese Ausschließung von Leuten, von politischen Rechten, von gewissen Leuten ist nicht konform. Das ist klar. Und nachher gibt es andere Dinge, die sind nicht so klar. Sollte man vor dem Gericht gehen, um eben eine Kommunikation in leichter Sprache zu haben? Wir könnten das machen, aber man muss vorher probieren zu überzeugen. Und in Genf zum Beispiel, nun, die Klein arbeitet über eine Lösung für Material, also Abstimmungsmaterial in leichter Sprache. Und die hätten vielleicht nie das gemacht werden,
wenn es diese Abstimmung nicht gehabt vorher. Also nun, die Leute, die haben politische Rechte, je explique encore ça une fois en français pour que ce soit clair, et après on peut encore une fois traduire si vous voulez. C'est quelque part, avec ces nouvelles personnes qui ont le droit de vote, tout d'un coup, la chancellerie a pris conscience où on doit faire quelque chose maintenant. Mais le problème se posait déjà avant. Schon vorher, es gab geistige Menschen mit geistiger Behinderung, die haben Wahlrecht und die haben keine zugängliche Information. So, das Problem ist nicht neu. Aber nun hat die Kanzlei Conscience, wie sagt man das? Ist sich im Klaren, sie ja. Bewusstsein? Ja. Und, also ich habe Ihre Frage beantwortet. Mhm. Okay. Die zweite noch ganz kurz. Hat der Erfolg des Projektes für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen damit zu tun, dass Genf vor allem eine Stadt ist und nicht so ein, dass die Landbevölkerung da nicht so zum Tragen kommt? Ich bin nicht sicher, ob ich richtig die Frage verstanden habe. Est-ce que vous pouvez peut-être répéter une fois la question en français, monsieur? Oui. Oui, c'est simplement, on parle beaucoup de cette fossé entre la ville, entre la ville et la campagne. Et puis la question est plutôt, est-ce que la ville est plus sensible pour ces thèmes-là et donne une vote qui est beaucoup plus élevée, le oui, que la campagne qui est plus large, par exemple, dans le canton de Berne? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob wirklich Leute sind sie weniger sensibel über die Rechte von Menschen mit Behinderung? Ich bin nicht sicher. Vielleicht die sind ein bisschen mehr konservativ und es ist ein bisschen schwieriger zu überzeugen, auf Prinzipebene, wenn sie argumentieren über Rechte, Grundrechte, wenn es ist zu abstrakt, es wird schwierig, die Leute von Landschaft zu überzeugen, aber es ist pragmatische Leute, man kann auch das verteidigen mit pragmatischen Argumente und nicht juristisch und auf Grundrechtebene und so weiter. Und man kann auch zum Ärzten sprechen und nicht nur zum Gehirn. Aber es ist auch ein bisschen Vorurteile von mich über die Landschaft. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, ich glaube, man muss, die Argumente sind vielfältig. Und man muss nicht auf nur eine Sorte von Argumente sprechen. Dann wurde auch noch die Frage gestellt nach einer Partei für Menschen mit Beeinträchtigung. Hat ein wenig was von der Antilopen-Gang besungenen Patientenkollektiv. Ist jemandem von Ihnen eine solche Partei bekannt? Man könnte noch ketzerisch fragen, würde jemand von Ihnen solch einer Partei beitreten? Das finde ich nicht logisch. Also eine Partei besonders für die Leute mit Behinderung. Nein, es hat doch mal eine Autopartei gegeben. Ja, gegeben. Nein, weil es ist nicht Inklusion. Ja. Das ist die erste Frage. Das erste Problem. Und das zweite Problem ist, wenn Politik ist global, es geht nicht nur um Menschen mit Behinderungen. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit für mich und für andere vielleicht. Man wird ein Spezialist über eine Frage und das ist nicht gut. Politik ist nicht etwas
Also Behindertenpolitik ist wichtig, aber es ist ein Thema und es gibt andere Themen. Es gibt auch andere Menschen, die sind diskriminiert für andere Gründe, also von der Origin, also von der Herkunft oder auch die, wie sagt man das, auch LGBT? Ah. LGBT. Andere Gründe und wir haben auch gewisse, wie sagt man das, man muss gemeinsam sein, auch für diese Diskriminationsfragen. Ja, ja. Super. Und die Vertrauensfrage für Herrn Germann, ja. Das ist ja nahe am Boot stehen, E-Voting ist kaputt. Man müsste Vertrauen schaffen. Was tut der Bund in dem Zusammenhang? Ja, also ich muss vielleicht auch etwas allgemein beantworten. Mein Kollege von der Bundeskanzlei, für den ich heute eingesprungen bin, hätte das sicher noch detaillierter beantworten können. Ich denke, aber es ist natürlich klar, dass diese Zuverlässigkeit und die Sicherheit des Systems und dann darauf aufbauen, natürlich auch das Vertrauen, dass dies absolut zentral ist. Das ist unklar und ich denke, das ist jetzt mit dieser Vernehmungsfrage, ist das auch ein Ziel, dieses Vertrauen eben wieder herzustellen und zu bestärken und dass wieder viel und kann auch nicht in die Details eingehen, aber es, also wenn man diese Würfe ansieht, die zahlreiche Einbestimmung, die sich darauf abziehen, dieses System so also zu garantieren, dass die Sicherheit und die Sicherheit auch gewährleistet ist. Ich kann ein paar Dinge sagen aufgrund dessen, dass wir bei der Netzwoche die Geschichte dieses E-Votings immer sehr genau verfolgen. Sie dürfen das gerne dort auch nachlesen. Da ist der Bund hat, wie gesagt, das E-Voting neu aufgegleist. Das haben Sie gesagt, Herr Germann, gell? Dass der neue Gesetzesentwurf steht gerade in der Vernehmlassung. Das heißt, da dürfen alle jetzt ihre Kommentare dazu abgeben. Bevor er das gemacht hat, hat der Bund zum ersten Mal ein Expertengespräch durchgeführt mit ganz vielen Wissenschaftlern. Da waren auch Kritiker von E-Voting dabei. Der Bund wollte eben damit das Vertrauen etwas stärken, in dem Sinn, dass er halt klar das Zeichen setzte, jetzt mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Derweil ist die Post daran, ein neues E-Voting-System zu programmieren. Die wiederum setzen zum einen auf den Open-Source-Gedanken, das heißt, die veröffentlichen den Quellcode ihres E-Voting-Systems. Das ist für uns, ich denke jedenfalls für uns alle, relativ wertlos, weil niemand von uns den Code wird lesen oder verstehen können. Aber das andere, was die Post macht, sie lädt halt bewusst Leute ein, diesen Code zu untersuchen und auf Schwachstellen zu überprüfen. Man wolle damit tatsächlich auch wieder das Vertrauen in E-Voting stärken. Die Post sagt von sich natürlich auch, man sei ohnehin ein Unternehmen, das schon sehr hohes Vertrauen genießt, Stichwort Briefverkehr etc. Und sie hoffen damit auch einen entsprechenden Bonus im E-Voting zu haben. Ob es gelingt, weiß ich nicht so recht. Ich bin dann sehr gespannt, wenn der Chaos Computer Club wieder die Bühne betritt und wie die dieses Mal argumentieren werden. Ich würde trotzdem sagen, diesem Argument von Vertrauen ist ein bisschen komisch. Zwar, Vertrauen ist wichtig, okay, aber dem ganzen System in der Schweiz, ja, es gibt nicht absolute Sicherheit. Wenn Sie schauen in andere Länder, die haben ein viel schwacher
Demokratie, die ist nicht so stark wie in der Schweiz. Es kann immer sein, dass ein Prozess elektronisch oder nicht elektronisch missbraucht sein. Mhm. Und den ganzen System in der Schweiz, das funktioniert über den Vertrauen. Aber wer weiß genau, wie es geht mit den Briefen in der Post, wie es funktioniert und wie die Wahlbulletins von dem Wahlbüro gesammelt werden und so weiter. Wir wissen nicht genau. Wir haben Vertrauen in Genf. Wir haben Genfereien. Wir haben Genfer. Es gab, wie sagt man das? Des milliers d'enveloppes, also Tausende von Briefen, von Wahlbriefen, die waren auf dem Trottoir von einer Sukursale, einer Sous-traitant, wie sagt man, einem Unternehmen von der Post, einfach so gelassen auf dem Trottoir. Und es hat, es passiert, die Welt funktioniert und dem Wahl hat auch funktioniert. Und ja, es ist so. Wir haben Vertrauen und der System funktioniert und man kann nicht immer sagen, man will mehr und mehr und noch mehr Sicherheit, weil einfach endlich ça a mené à la faillite du System. Ich weiß nicht. Es gefährdet das System, glaube ich. Ja. 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 Merci vielmals. Wir sind noch in der Fragerunde. Brauchen Sie Slido? Fragen Sie im Publikum. Es geht noch viel. Ja. Das Publikum online diskutiert mittlerweile auch mit sich selbst. Sehr gut. Okay, super. Sind noch Fragen gekommen? Also vielleicht einfach eine letzte Frage noch. E-Voting ist ein System, aber es gibt ja noch andere digitale Elemente, die vielleicht diese Inklusion oder diese Systeme erleichtern können. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Was wären andere auch wichtige Instrumente? Also es gibt zum Beispiel die elektronische Sammlung für Initiative und Referendum. Und wir haben gemerkt, mit dem Corona, es ist auch wichtig, wenn die Gesellschaft mehr und mehr digitalisiert wird, die Leute partizipieren auch mehr von zu Hause auf dem Computer, auf dem Smartphone. Man kann das bedauern, aber es ist auch eine Realität. Und man muss auch diese Realität in den Griff nehmen und ich glaube auch in der Richtung von der elektronischen Sammlung gehen. Das ist ein Beispiel. Es gibt viele andere, glaube ich. Ich habe zu viele gelesen. Na, alles gut. Fragen noch die beiden anderen? Was gibt es sonst noch für Tools? Wahlunterlagen zum Beispiel, Frau Skena, wie beschaffen Sie sich die? Also was ich sehr gut finde, ist, dass es seit einiger Zeit gibt es die App VoteInfo. Mhm. Die ist allergrößtenteils zugänglich. Das finde ich auch sehr positiv, dass man da eine App hat auf dem Smartphone, wo all die Informationen gleich da sind über Bundesabstimmungen, Kabinettsabstimmungen bis auf Gemeindeebene, wo man auch da die Abstimmungsinformationen sogar bis von der Gemeinde holen kann. Was natürlich sehr praktisch ist, weil das einfach die Suche danach erheblich erleichtert und eben auch, dass die App größtenteils zugänglich ist, bis auf die Abstimmungstexte selber,
die da eingebettet sind, die Dokumente müsste man irgendwie noch besser hinbekommen. Aber das klingt nach einem essentiellen Teil, der nicht geht. Ja, aber das ist grundsätzlich sehr positiv, dass man wirklich auch die Informationen, die dann für die Wahl selber notwendig sind, mittlerweile auf so unkomplizierte Weise auch mit Videos, die es da auch gibt, bekommen kann, was natürlich schön wäre, wenn diese Informationen da, wenn es da noch Optionen gäbe für Gebärdensprachübersetzung und Informationen in leichter Sprache, das fehlt da. Ja, das ist eine Frage für. Ja, also ich denke, dass das ist auch eine Frage, die uns stellt, also dass eben auch alle Informationen, die dem Meinungsbildungsprozess dienen, dass die auch barrierefrei zugänglich sind. Und die Digitalisierung ist eben eine Möglichkeit, das zu tun. Und ich denke, eine konkrete Frage, Beispielsprache, Gebärdensprache, Videos in Gebärdensprache, es gibt ja schon einige Ansätze, und das ist jetzt auch ein Punkt, an dem gearbeitet wird. Ich kann nicht konkret sagen, wie das dann aussehen wird, aber es ist unklar, dass es Themen sind, die man weiterentwickeln möchte. Und ich denke aber, und das vielleicht doch den Erfahrungen auch zu nehmen, ich finde, dass also unklar die Behörden Informationen, das ist eine wichtig, dass man sich dort informieren kann. Mhm. Ich denke aber, alles andere, also die ganze Meinungsbildung über die Medien, über das Fernsehen, über die Parteien, das ist ebenfalls ein sehr wichtige Bereich, dass eben auch Diskussionssendungen im Fernsehen mit Untertiteln mit Alphas, sogar auch mit der Gebärdensprachübersetzung, dass auch zum Beispiel Podiumsdiskussionen vor Wahlen oder vor Abstimmungen, dass die auch zugänglich sind, dass auch die Online-Medien, eben verschiedene Kanäle auch anbieten, dass Audio-Sprechungen von Anzieht, dass auch Informationen in Weitersprachen für Menschen mit psychischen und kognitiven Einschränkungen vorhanden sind. Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man diese Zugänglichkeit eben umfassend denkt und nicht nur auf einen konkreten Bereich fokussiert, obwohl es natürlich wichtig ist, dass man dann auch in allen Bereichen konkrete Maßnahmen umsetzen kann. So, ich glaube, wir neigen uns langsam dem Schluss zu der heutigen Diskussion. Wir haben ganz viele spannende Punkte angeschnitten. Wie steht es mit Fragen? Ich glaube, jetzt ist es wieder einigermaßen ruhig geworden hier. Also Fragen gibt es keine mehr. Machen wir noch den Einzelmann zum Schluss. Machen wir so. Ich hoffe, Sie haben spontane Antworten parat, wenn jemand auf Sie zukäme, eine Zauberfee, ein Heinzelmännchen, Ihnen sagen würde, Sie haben drei Wünsche frei. Einen, sagen wir, an die Schweizer Parteien, einen an die öffentliche Hand, Bund, Kantone, Staat und einen an die Zivilgesellschaft. Was würden Sie sich wünschen? Frau Skena. Das ist eine gute Frage. Also zuerst mal an die Parteien. Also ich denke, da würde ich mir definitiv mehr Offenheit wünschen, mehr Unterstützung wünschen, dass man sich da stärker bewusst wird, dass auch Politiker und Politikerinnen mit Gliederungen, dass die kompetent sind, dass die sich einbringen können,
gleichzeitig auch, dass man halt doch nicht bei allen politischen Aktivitäten einfach so dabei sein kann, dass es Anpassungen braucht, dass man die Bereitschaft zeigt, bei diesen Anpassungen zu helfen, diese vorzunehmen. Also eben, das können zum Teil ganz einfache Sachen sein, wie Unterstützung bei einem Veranstaltungslokal finden, schauen, dass das Veranstaltungslokal zugänglich ist, das habe ich alles schon gesagt. Da will ich mich auch gar nicht zu groß wiederholen, aber einfach dieses Bewusstsein, dass man das stärker hat und dass man da auch aktiv auf die Leute zugeht und fragt, hey, was hast du für, oder was haben Sie für Zugänglichkeitsbedürfnisse, wie können wir helfen, und nicht warten, bis die Leute kommen, hey, was hast du für, oder was haben Sie für Zugänglichkeitsbedürfnisse, wie können wir helfen, und nicht warten, bis die Leute kommen und dann, ja, wenn dann eine Frage kommt, dass man dann vielleicht mal etwas macht. Dann an den Bund, ich denke, ja, da ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass das Behindertengleichstellungsgesetz und die UNO-Behindertenrechtskonvention das umgesetzt werden. Das sind sehr wichtige Gesetze und Dokumente. Leider ist aber der Status quo immer noch, dass viele Sachen, die da drin stehen, einfach nicht umgesetzt sind. Und das würde ich mir wirklich wünschen, oder nicht nur wünschen, sondern eigentlich auch fordern, dass das gemacht wird. Und da eben gerade auf die Digitalisierung bezogen, deshalb wirklich die ganzen Online-Ressourcen, dass das barrierefrei und auch im Sinne des Mehr-Sinnes-Prinzips, also mit Untertitel, mit Audiodeskription zur Verfügung steht. Und dann an die Zivilgesellschaft würde ich auch sagen, Offenheit, auch hinschauen, wo Menschen vielleicht Hilfe benötigen, also jetzt im Alltag, wenn man irgendwo unterwegs ist, Hilfe anbieten, aber auch nicht irgendwie beleidigt sein, wenn die Person keine Hilfe braucht. Das gibt es auch, wir sind ja selbstständig. Ja, also wirklich eigentlich auch Offenheit und sich darüber auch informieren. Ich denke, das ist auch schon etwas Wichtiges, Bescheid zu wissen, auch über die Möglichkeiten, die wir haben, Bescheid zu wissen, was wir alles machen können und nicht nur, was wir nicht machen können. Herr Misai. Ja, vieles wird gesagt und ich bin auch einverstanden mit das, was Sie gesagt haben. Dazu würde ich hinzufügen, dass man muss vorher Forderungen zum öffentlichen Hand haben. Es ist primär Service Public, der muss Material zugänglich, leichte Sprache, Gebärdensprache und auch andere Formen von angepasster Kommunikation zur Verfügung stellen. Das ist auch in der UNO-Konvention. Und die erste Verantwortung ist beim Service Public, insbesondere Bund. Das ist klar, Bund muss montrer l'exemple, ein Beispiel sein, weil sonst wird nichts enden. Und auch für E-Voting muss man auch sagen, der Bund muss den E-Voting gewährleisten für Menschen mit Behinderungen. Und ja, nachher, man kann auch, wenn es gibt, diesen ersten Schritt, natürlich können wir auch die Diskussionen in Parteien, ich habe die Diskussion ein bisschen gehabt in meinem Kantonspartei, aber es ist schwierig, Material zu produzieren, wenn es gibt einfach nichts auf Bundesebene und auch auf öffentlichen Hand, Kantonsebene. Es ist natürlich leichter, wenn es gibt schon ein amtliches Information, etwas neutral, und dann die Parteien können auch dazu ihre Argumente natürlich auch auf angepasste Formen liefern.
Ja, Civil Society, Sie haben schon gesagt, dass zum Sagen. Herr Germer? Ja, also als Bundesangestellter hat man ja in der Regel keine Wünsche zu äußern, aber trotzdem auch etwas aus persönlicher Perspektive. Wir fangen bei den Parteien an. Also dort denke ich auch, also würde ich mir wünschen, dass die Parteien auf allen Ebenen, also auf kommunalen, kantonalen und eidgenössischer Ebene, dass sie die Förderung von Menschen mit Behinderung, die politisch engagieren wollen, wirklich als Chance sehen, um auch den eigenen Rollen zu erweitern beim Staat. Also dort denke ich auch, ist es zentral, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, sei es die technische Art oder eben in Bezug auf die Informationen, dass eine vollständige politische Partizipation möglich ist. In Bezug auf die Zivilgesellschaft, dort würde ich mir etwas mehr Sensibilität auch wünschen für die Qualität, die eben eine umfassende Partizipation für die ganze Gesellschaft. Sie hörten den wissenschaftlichen Mitarbeiter Urs Germer, den Großrat Herr Misrahi, Cyril Misrahi, Entschuldigung, und die Projektleiterin Luana Schema und den etwas müden Tesha Messner. Denn ja, das war die Diskussion zur Digitalisierung der Demokratie, Chancen und Gefahren. Zusammenfassend kann man sagen, dass es spannende Initiativen gibt oder gab, die auch schon erste Früchte tragen. Menschen mit Behinderungen nehmen mehr teil an der Politik. Sie haben mehr Rechte und können diese auch eher wahrnehmen. Dennoch ist die ganze Geschichte eine himmeltraurige Baustelle, auch beinahe 20 Jahre, nachdem wir ein sogenanntes Behindertengleichstellungsgesetz haben. Die Anzahl von Menschen mit Behinderungen, die in der Politik sitzen, ist miserabel klein. Parteien sind hier gefordert. Sie dürfen, sie sollen Sprungbretter darstellen. Eine Vorbildrolle hier käme dem Bund zu, der hoffentlich vorwärts macht mit E-Voting, aber auch andere digitale Tools zur Verfügung stellt. Der Gesellschaft würde, und es nervt mich ein wenig, das schon wieder zu sagen, weil es das erste Mal sagen wir es nicht, der Gesellschaft würde etwas mehr Sensibilisierung und Offenheit gut tun, Menschen mit Behinderung gegenüber. Genau, so kann man das, glaube ich, etwa zusammenfassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier gewesen sind. Und natürlich den Leuten im Saal. Ich danke von meiner Seite auch gleich nach dem Herrn Götting, der hinter dem Laptop die Nerven verloren hatte, Frau Flottron, die das alles ganz schön aufgegleist hat, und überhaupt dem ganzen Team hier im Politforum Käfigturm. Sie, meine Damen und Herren, schauen sich bitte dann noch die Ausstellung zur digitalen Demokratie an. Sie im Livestream springen die nächsten Tage mal aus Ihren Hängematten, kommen nach Bern und schauen es sich eben was an. Und ich freue mich dann über einen weiteren interessanten Austausch. Dankeschön. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Podiumsgästen bedanken und natürlich auch beim Publikum vor Ort. Vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für die Diskussion. Für die Podiumsteilnehmenden habe ich hier süße Ahrensteine aus Bern. Sie haben wirklich versucht, der Mut. Und auch für Sie. Und danke. Herr Jau hat bereits auf unsere Ausstellung hingewiesen. Herzlichen Dank für den Hinweis. Nun wünsche ich allen einen schönen Abend und hoffentlich bis bald im Käfigturm. Wiederschauen miteinander. Bonsoir à tous.